Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro 2033. Wir sind auf dem Weg, wir müssen jetzt unsere ganzen Sachen sammeln. Und dann geht unsere Reise los. Und ich bin so gespannt, komm, wir machen das Licht aus, weil Strom sparen. Wir wissen ja nicht, wie lange wir hier unten bleiben müssen. Ah, guck an. Wir haben hier noch eine Postkarte bekommen. Ah ne, das ist die Gitarre. Ich dachte, die hängt da schon. Okay. Neuer Eintrag. Messestation. Die Verteidigung unserer Heimatstation vor den Schwarzen schreckliche, geheimnisvolle und unschlagbare Feinde wird allmählich zur einzigen Aufgabe. Unsere alten Feinde, die Nolsalis und Telepathen, haben wir vergessen. Und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten diese Biester schon längst unser Krankenhaus überfallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet hätten, wäre Hunter auch nur eine Stunde zu spät hierher gekommen. Ja, aber Hunter ist leider von uns gegangen, beziehungsweise der ist heute nicht zurückgekommen und deswegen müssen wir jetzt eine Botschaft überbringen. Servus. Das ist schöne Musik. Tut mir leid, Artyom. Wo hast du die Diese Kassette Teil her? Der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Aha. Bist du sicher, dass du Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Ey, ich glaube, eure Jeans ist ein bisschen kaputt. Da oben. Hallo? Gemütlich eigentlich, gell? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Hä? Ich hoffe wirklich, dass sie bald kommt. So. Weiter geht's. Oh, das ist verschlossen. Oh, Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ah, Psychologe wahrscheinlich. Ich will von deinen Albträumen nicht hören. Der große Typ es dauert also noch 50 Jahre, bis wir wieder nach Maybe. Oben können. Wenn meine also leg dich wieder schlafen. Könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt... Eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Okay. Journal. Gehen Sie zur Polis. Finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Karawane zieht weiter, das Ultimat. Besorgen Sie sich in der Waffenkammer Ihre Ausrüstung, schließen Sie sich der Karawane an. Ja, aber ich wollte das eigentlich... Hoppala. Boah, können wir ein bisschen was mitnehmen? So Proviant, weißt du schon? Da wäre ich der Hit bei der Karawane wahrscheinlich. Niemand zu Hause! Hockt da einer oder was? Überall Dreck! Wer ist da? Leute sind da. Wusstest du das? Bist du das? Lügner. Heute bist du das, bitte. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Kannst was? Du sie nicht sagen? Ich bin Dreck. Na dann Nimm bist du rein. Scheiße, okay? Ja, warum komme ich da nicht rein? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Okay, einmal. Haben Sie noch ein bisschen Munition für mich?
Pass auf, mit wem du redest. Wer ist er? Und hinterlässt nur dreckige Fußspuren. Und Freile. Wer hinter dir alles sauber machen muss. Da wird jeder lassen sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bist. Ressourcen und so weiter. Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mache mir da solche Sorgen. Servus. Oh, was ist mit euch los? Sprechen verboten, hast du gehört? Seid ihr Bird? Du, da komm ich nicht durch? Unsere Hoffnung war es. Hallo, alles klar, wenn wir haben. Zumindest geht's nicht scheiße. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Nee, ich brauch selber Patronen. Gescheit, Hafi. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich. Nein, ich hab dich jetzt. Hab ich dir jetzt welche gegeben, oder was? Nein, ich wollte. Das ist ein richtiger Helm für sie. Standard. Da ist das nicht. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Weitere als Vorauspatrouille und andere hinterher. So. Ist Ihr Leben für Sie so wertlos? Einmal haben wir Lager nach der Ehrlichkeit für jeden, die Sie Sie haben recht. Das ist genau, was der Ich hab doch gar keine Munition. Doch, ich hab Munition. Schalldämpfer. In Ordnung, mit Ihnen ist stark. Es gibt das ist genau, was Sie brauchen. Und nur in unserem Land. Sie können 2 Meter weit sehen. Also, was immer Sie meinen. Ich euch gerne mit einer großen Entfernung, macht die Waffe bärtiger und schwerer. Glauben Sie mir, ich weiß das Leben verloren. Ah, eine richtige Wache. Ganz nach dem Lärm. So. Scheiß auf das Buch. Deshalb erzähle ich das ja. Wir gingen los. Nach wie ist die Wache? Im Krieg ist die Waffe der beste Freund des Soldaten. Ich Munition. Wenn du es sehen kannst, so kannst du es sein. Ich mir gerne Munition. Ich habe nie Munition normalerweise. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Patronen gedrückt. Du säufst, als ob es keinen Morgen gibt. Wie war's? Wenn du deinen Hinter nicht nach Hause bewegst. Die Militärpatronen können Sie an Wechselstuben benutzen, weitere Munition für die Waffen zu kaufen. Bewegung, du Suchkopf! Treffen Sie Ihre Wahl, Das war's jetzt, gell? Kein Geld mehr. Eine gute Idee. Schitte. Früher haben wir jetzt nicht. Aber wenigstens ein bisschen. Ich habe die beste Auswahl und ja, finden wir schon, oder? Okay, okay. Zu sehen. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Hör, ich dachte, ich hab schon jetzt. Hallo, Artyom. Wo ist denn die Waffenkammer? Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, also, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Hast du einen Kopf? Hier ist deine Waffe und was war das? Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Okay. Ja, läuft doch. Läuft doch. Ich will jetzt noch nicht so viel Munition vergeuden. Das passt schon so. Okay. Wir sind ausgerüstet. Wir können das. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein.
und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber wie schade mit den Kindern, ne? Vielleicht haben auch anderswo Leute. Mann, Mann, Mann. So wie es deine Reihe. Aber das ist auch die gar nicht gesehen. Oh, Schweinchen! Hallo, Artyom, wie geht es dir? Hallo. Ich komme nicht einmal zum Rauchen. Hi, Artyom. Wie wäre es mit einem Ferkel? Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Voll gut. Aber ich glaube, das sind für andere Zwecke hier, oder? Jetzt ehrlich gesagt. Du schließt dich der Karawane an? Dann viel Glück. Merci, Cherie. Schweinchen! Atjom! Atjom! Hierher! Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen. Komm, wir sind bereit, oder? Hey, ho, let's go, check the flow. Bist du bereit? Dann los. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe. Du setz dich da hin, Atjom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey, Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Und wer bist du denn jetzt? Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Boah, ich weiß nicht, also eigentlich ist das ein bisschen gruselig. Es war das letzte Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Wenn ich so mit dem Rücken da so entlang... Boah, nee, das wäre ja gar nichts, wenn ich nicht sehen würde, was da auf mich zukommt. In der Situation zumindest. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und die Geräte davon. Langsamer, Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter, öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Okay. Sein Gefühl wahrscheinlich, was wahrscheinlich noch uns so ein bisschen bestätigen wird, dass wir wahrscheinlich was machen müssen. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Okay. Ich zieh einfach mal die Waffe, dann weiß ich schon, was kommt, oder? Verdammt tut mein Kopf weh. Da ist Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel.
Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Atjom. Klar, helf ich. Hinter uns? Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Hä? Was? Oh, mein Gott! Oh nein! Was ist das? Wir haben Leid von Heid. Wacht wieder auf, bitte. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Komm, fahr zu. Ah, oh Gott. Ah, Knall. Ich bin die... Wach auf, oh nein. Scheiße! Komm, hilf mir, Atjom! Hätte ich helfen können oder sowas? Komm, du sollst ihn nachladen! Ich hab eine Schweinchennase. Ich bin hier. Letzten Speicherpunkt laden, okay. Ich sollte ein bisschen Spaß machen. Okay, das war jetzt eine Überraschung. Ich sollte ein bisschen Spaß haben, natürlich, mit meiner Munition. Zum Teufel, geht dir vor. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Ich geh mal jetzt nur von der Seite. Komm. Kurbel, Kurbel. Knallt sie an. Ihr schießt. Ich bediene den Heber. Wach auf, so. Komm, zack. Oh Mann, schieß halt, kurze Fix. Geht das schon hintereinander eh? Nicht im Ernst! Pfui, nein! Und weg! Atjom, nimm meine Schrotflinte! Oh nein! Ach, Scheiße, jetzt ist er doch weg. Jetzt sind beide weg, oder? Na. Hab ich doch. Geschafft, klar. Spar dir die Moon, Atjom! Spar dir die Moon! So,
hallo ihr Lieben, zurück und herzlich willkommen. Scheiße. Ich hab das jetzt. Scheiße. Ich muss jetzt kurz dazu, dass ich nicht mitgehe. Weil ich muss da die Tür. Und dann schnell irgendwie schnell und keine Ahnung. Gut gelaufen. Ich versuche die anderen mit dir. Gib ihm eine Chance. Lasst uns ihnen den Marsch blasen. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Ich habe es jetzt so ein bisschen zusammengeschnitten dann. Deswegen habt ihr jetzt leider auch die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aha! Wir haben einen Partner? Das ist nice. Brust. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Auf dich! Ja dann, Prost. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest deinen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich! Ah! Achom, auf dich! Hervorragend. Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Achom. Auf dich. Schütt ein Ei. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Ich frage mich, warum du als einziger nicht betroffen warst. Anscheinend hat der Tunnel Mr. Kingbins, deswegen. Okay. Mann, ich weiß nicht. Was interessiert es dich überhaupt? Neuer Eintrag. Was waren das? Seltsame Schatten und Stimmen, geflüsterte Gewimmel. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht, aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Na gut, aber einer, der ist doch weg, oder? Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf euch, ja. Du hast ihnen hartnäckige Herden bereitet. So. Ja, klar, wir haben ein bisschen Monies, ja. Danke, mein Freund. Du hast uns da draußen gerettet. Riga. Darf du wohl nicht nein? Hallo? 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 Die verständigen sich auch telepathisch. Das ist ja wunderbar. Hallo, kleiner Mann. Sind Sie Atyom? Brenni. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ja komm. Du brauchst Danke, ja auch Geld. Danke, gehen wir. Unsere Black Street? Hör, bist du des Wahnsinns? Du kannst doch einfach nicht alleine da rumlaufen. Oder doch? Oh, ist die schwarze Straße. Laufen wir uns wahrscheinlich noch. Da
hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Tö. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Setz dich. Ja, dann. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Oh, wow. Ja, ich bin gleich bereit, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen und machen in der nächsten Folge weiter. Und dann gucken wir, was uns in der Hölle erwartet. Bye, bye.